So, hi, diesmal im Test für euch das Crash-Sortiment von Nikko. Gibt es ja unzählige Varianten. Dieses ist mit der Nummer 2 Preisklasse. Das machen wir jetzt mal auf. Enthalten sind einmal Superböller 2, einmal D-Böller, einmal Pyro-Cracker und einmal zweimal Paket-Cracker. Packe jetzt mal schnell aus für euch. Fangen wir an mit den Paketcrackern. Wir machen weiter mit den Pyrocrackern. Also erstmal die Paketcracker. Schaut aus, wie wenn sie nass geworden wären. Oder lila. Naja, schauen wir mal, ob sie noch funktionieren. Die gerade Zündschnur fühlt sich auch irgendwie feucht an. Ja, okay, das war eher so der Reinfall. Dann haben wir einmal die Pyro-Cracker. Dann schauen wir uns das für die Vision diesmal ist. Schaut fast aus wie Horsebrand wieder. Mal schauen, was droben steht. Nee. Testen wir die mal. Richtig schön dumpf. Die wo funktionieren. Super. Also echt feine Teile. Dann haben wir die D-Böller. Sind die den weißen. Ich hoffe mal vorne und hinten zugestopft. Vorne zugestopft und hinten auch zugestopft. Ne? Die müssten gut sein. Da gibt es ja die gleichen mit, wo man die Tonerde hinten sieht. Die sind nicht so reißer. Aber die müssten. Ja. Müssten nicht nur, die machen sie auch. Knallen, so wie es sein soll. Ja, richtig feine Teile. Und zum Schluss Kevin Superboller 2. Und das sind die richtig geilen. Vorne zugestopft und hinten zugestopft und richtig fette Würste. Und jetzt die Boxen aufdrehen, Jungs. Krass. Kein Wunder, dass es früher nicht so viele Polenböller gegeben hat. Beim letzten steigt das Feuerzeug. Nein, jetzt geht's. Hammer. Sehr empfehlenswert. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Und sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.